Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 26. Folge von Star Wars The Old Republic. Mal ein bisschen anders. Das war unerwartet. Ja. Ich dachte mal so spontan, was anderes. Ja, ja, das war auch wirklich nicht abgesprochen. Das hat mich jetzt gerade echt verwirrt. Beim letzten Mal haben wir gebadet. Ja, in der Brühe. Genau, zumindest ich, du eher nicht. Ja, ich habe so gut wie möglich umschifft. Genau, und wir müssen uns jetzt bei Major Bessica zurückmelden. Das ist direkt hier vorne. Davor standen wir mal bei unserem Ausbildernbesuch statt. Mal gucken, dass... Ah doch, Sith Inquisitor, haben wir noch ein bisschen was. Den Ruck, die Machtverlangsamung und Gleiternavigation Rang 2. Oh, nice. Du bist jetzt schneller mit dem Gleiter. Vorerst. Vorerst. So, okay, apropos Gruppe. Vorerst. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr in der Gruppe. Wir haben kurz das Spiel beendet. Ja, mein Rechner hat sich dafür entschieden, nicht zu kooperieren. Genau. Also, sind wir jetzt in einer Gruppe? Ja, jetzt sind wir anscheinend. Okay. Hi. Hey, Sif! Verlasst ihr uns nun endgültig? Ihr habt wohl jetzt das, weswegen ihr gekommen seid. Ja, aber lasst mich in Ruhe. Das geht euch gar nichts an. Tut einfach so, als hätte ich nie gefragt. Die Sith bilden das Herz des Imperiums, wie ich immer sage. Ich wollte euch auch nur auf Wiedersehen sagen und euch ein kleines Abschiedsgeschenk überreichen. Ah, das ist aber süß. Aber das wäre ja nicht nötig gewesen. Ihr seid wirklich zu gütig. Gute Reise, Sith. Es war eine Freude, mit euch zu arbeiten. Und nochmals danke für die Rettung meines Sohnes. Okay. Wie euphorisch er das erzählt hat. Es war sehr euphorisch. Und wir haben einen vielseitigen Premium-Feldtechnik-Stim erhalten. Stims, die wir eigentlich fast nie benötigen. Absolut. Aber wir haben sie erhalten. Okay. Benutzt das Holoterminal auf deinem Schiff, ist meine nächste Mission. Deine, glaube ich, auch. Nee, meine noch nicht. Kehre zurück zu Leutnant Marvin Quinn. Ach ja, da waren wir ja noch gar nicht. Übrigens, da ist auch dein Ausbilder. Genau, vielleicht hast du jetzt auch neue Gleiternavigation. Die Macht ist eine Waffe. Bei Morator kann ich nichts. Gleiternavigation 2. Aber ich kann sonst nichts lernen. Schade. Keine Gnade. Gucken, ob man das merkt. Oh ja, das doch, merkt doch, man doch. Wirklich. Also, angenehm. Ja, das ist Kamera. Hi. Au. Das steht mir nicht zu, Lord Varas. Ich überlasse es eurem Schüler, das zu übermitteln. Dann tretet beiseite, Lieutenant. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Quinn weigert sich, mir zu berichten und will dir das Privileg überlassen. Ich nehme an, die Jedi-Ermittlerin wurde aufgehalten. Quinn hat ihre Übermittlung ausgeschaltet und ich sie. Deine Unachtsamkeit hat für eine Krise gesorgt. Doch da du sie gemeistert hast, können wir fortfahren. Ich hatte gehofft, eine Konfrontation mit der Jedi-Ermittlerin zu vermeiden. Aber wir waren dazu gezwungen. Hauptsache, Rylon kann nicht mehr enttarnt werden. Und wie würdest du Lieutenant Quinns Beitrag beurteilen? Ja, wie würde ich sagen? Ja. Er hat seinen Teil beigetragen. Lieutenant, ungeachtet des Verhaltens meines Schülers war ich beeindruckt von eurer Leistung. Ihr habt mehr als wieder gut gemacht, was ihr mir geschuldet habt. Ich ernenne euch zum Captain und übertrage einen Befehl, der es euch ermöglicht, stationiert zu werden, wo es euch beliebt. Ihr könnt wegtreten. Ich danke euch, Lord Varas. Wenn meine Handlungen dem Imperium dienen, dienen sie mir. Ich hätte auch ohne unsere Vergangenheit dasselbe getan. Bevor ich gehe, es war mir eine große Ehre, euch zu dienen. Ihr seid das Konzentrat dessen, wofür das Imperium steht. Joa. Ist noch schwierig. Es war mir eine Freude. Ja, es war mir eine Freude. Die Ehre war ganz meinerseits, Captain. Auf dass wir uns wiedersehen. Ich salutiere euch. Er wird alle Hände voll zu tun haben. Es gibt mächtige Imperiale, die darauf aus sind, ihn unten zu halten. Doch wenn Quinn sie überwinden und die Stellung einnehmen kann, die er verdient, besteht gute Hoffnung für unsere imperialen Verbündeten. Wenn er die Möglichkeit erhält, wird er sich selbst übertreffen. So oder so, das soll nicht unsere Sorge sein.
Quinns Angelegenheiten sind nichts im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht. Deine Anwesenheit auf Balmora ist nicht mehr erforderlich. Kehre zu deinem Schiff zurück, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ich werde dich dort kontaktieren. Wir brechen also auf, ja? Auf zu unserer nächsten Übung in Herrschaft und Zerstörung? Es sieht danach aus, Wett. Nun, hoffentlich hat der nächste Ort, an den wir gehen, einen Strand. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Hoff. Okay, Entschuldigung, der Kommentar musste gerade kurz sein. Ja, warum nicht? Kamera wieder. Aber jetzt erstmal auf L und dann kehre zurück zum Schiff, wegnehmen und Operation Umschwung. Operation Umschwung. Okay. Genau, wir haben nämlich noch, wir sind jetzt zwar durch, aber wir haben ja noch unsere Weltenmission, die wir ja außen vor gelassen haben, aus einem guten Grund. Genau. Und die werden wir Die werden wir natürlich jetzt erledigen. Und das in einem Stück. Also ja. Genau, in einem durch. Ich warte noch hoffentlich das mal. Nicht so wie letztes Mal. Ich habe gehört, dass Captain Rigel jemanden zu mir geschickt hat. Er freut, euch kennenzulernen. Der Kampf um Balmora kann nur mit Blut, Schweiß und Tränen gewonnen werden. Unser Schweiß, ihr Blut und ihre Tränen. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wir werden sie in ihren Verstecken begraben. Was wäre ein Krieg ohne etwas Blutvergießen? Es gefällt mir, wie ihr denkt. Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Ich habe mich zum Dienst für das Imperium verpflichtet und ich werde diese Verpflichtung erfüllen. So wie ihr aussieht, meint ihr das ernst? Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. So. Ja. 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 Ne? Dann machen wir mal. Machen wir mal, ja. Wollen wir noch einen XP-Boost aktivieren? Oh ja, XP-Boost klingt immer gut. Jo. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr dann gut. Dann mal schauen, wo wir hin müssen. Woanders. Woanders. Zum, Schweißfrei Service. Genau. Oh, meine Güte, ey. So. Hier hoch, da rum und dann sind wir schon quasi da. Genau. Schauen wir es, wie wir. Oh, nein! Schade. Troida-Taxi, ne? Genau, ja. Hat es mir auch so angezeigt. Das wäre es noch, wenn es noch unterschiedlich anzeigen würde. Das wäre dann die Spitze. Also wäre es Vetor. Das ist vollkommen normal. Routen anzuzeigen, das ist nicht über dem Niveau des Spiels. Muss man an dieser Stelle einfach so sagen. Die gehen einfach grundsätzlich davon aus, ihr müsst Orientierungssinn haben und ihr müsst besser wissen als das Spiel. Genau, weil das Spiel zeigt euch eigentlich immer an, nimmt einen Schweißfrei-Service und fliegt irgendwo anders hin. Obwohl das Ziel irgendwie 3 Meter weiter ist. Ja, genau. So, alright. Achso, einfach mal im 10% Neigungswinkel stehen bleiben, okay. Warum eigentlich auch nicht. Zup. Und auf geht's. Ja, so. Und dann links und ja, so. Erstmal im Stein hängen bleiben. Sind das Gegner? Nee, sind keine Gegner. Keine Gegner? Keine Gegner. Was? Nee, da, wir kürzen, glaube ich, ein bisschen ab hier durch. Okay, ich folge dir einfach mal ganz blind. Da sind dann übrigens Gegner, aber die Echsen habe ich einfach so elegant übersprungen. Die verfolgen dich. Ja, und was haben die Echsen nach mir geworfen, damit ich. Ja. Muss ich nicht verstehen. Nein, musst du nicht. Oh. Bin spät dran. So, apropos, ich habe ja 2 neue Fähigkeiten. Was ist das denn? Kann ich ja gleich machen, während ich fliege. So.
So, dann sag ich hier nämlich mal kurzzerhand. Zup. Spieler verfolgen. So. Dann kann ich mich jetzt nämlich mal gerade um meine neue Fähigkeiten kümmern. Wir haben einmal Bannen. Reinigt ein verbündetes Ziel von bis zu 2 negativen mentalen oder Machteffekten. Das klingt schon mal ganz geil. Und macht Verlangsamung, verursacht 158, 190 kinetischen Schaden und reduziert das Bewegungstempo des Ziels 6 Sekunden lang um 50%. Cool. Nicht schlecht. Ja, gefällt mir. 2 Machtangriffe. Achso, wir haben ja noch ein bisschen was. Jetzt hatte ich schon vorher, oder? Ne, Ruck ist auch noch neu. Unterbricht die Aktion. Jetzt muss ich hier kurz mal die Kamera umstellen. So, wir sind übrigens hier, ne? Ja, sofort. Unterbricht die Aktion des Ziels und verhindert 4 Sekunden lang Einsatz der Fähigkeit. Nice. Okay. Zaubertier. Dup. Und Zaubertier. Wow, das war's? Nicht ganz. Doch, was? Doch, das war's. Können wir jetzt zurück? Ich würde sagen, Schnellreise. Schnellreise. Ne? Nach Sobrig. Okay, das war irgendwie. Warum? Und jetzt so, ja, danke. Ihr dürft gehen. Weltenmission abgeschlossen. Nicht gut, ist so. Ich denke, so leicht lassen sie uns nicht von der Leine. Naja, kannst du nie wissen. Hab ich auch gerade gedacht. Ich hab's mir von Anfang an gedacht. Ich habe übrigens Post. Ich sollte vielleicht mal wieder so ein Postding aussuchen. Schon wieder Post. Unglaublich, dass du eins Post kriegst. So. Dup. Am Gespräch beteiligt. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus. Hat mal wieder gut funktioniert. Danke, mein Sith Lord. Tut mir leid. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Es ist doch verwunderlich, wie schwer sich das Imperium mit einem dahergelaufenen Haufen von Widerstandskämpfern tut. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Ja. Okay. Immer diese Leute, die zu schnell irgendwas klicken. Ja, aber es hat geheißen, Gespräch beginnen und dachte dann okay. Wir dann sollten vielleicht mal mehr aufpassen, was sowas angeht. Das ist, oder besser gesagt, beide. So, wo müssen wir hin? Natürlich, was denn auch sonst? Zum Schweißfreiservice. Ja, weil wir gerne hin und her latschen. Ja, wir sind in MMO, was erwartest du? So, Kamera. Bist du da hängen geblieben? Ab und zu ist die Maus einfach viel so mega empfindlich auf einmal. Und dann kann man fast quasi gar nicht mehr navigieren. So plötzlich, so für 1 bis 2 Frames ist die Kamera so so einfach. Ich mach, was ich will. Ja, so etwa nach dem Motto. So, wir sind mal wieder unterwegs. In einem schweizfreien Service. Was uns natürlich mal wieder ermöglichen würde, Themen anzusprechen. Jo, was für Themen? Ne? Über was wollen wir sprechen? Es ist eine hervorragende Frage. Ist immer schwierig, ein Thema auszusuchen. Es muss auch ein bisschen dazu passen. Ja. Aber gut, haben wir das überbrückt mit dem was wollen wir quatschen und jetzt sind wir da. Das war Absicht. Das war natürlich Absicht. Was zur Hölle? Alter, Kamera, please. So. Gut, ist eigentlich nicht so weit. Da ist wahrscheinlich in diesem Zelt da vorne. Nee. Nicht, ne? Nee, müssen raus. Überhaupt, das ist da draußen, weil hier. Wieder. Durch deinen Lieblingsausgang, genau, den wir schon einmal nicht gefunden haben. Das ist. In diesem Zelt, nämlich. Das haben die mit Absicht gemacht. So, warte, ich klicke ihn jetzt an, ja? Klick ihn an. So. Am Gespräch beteiligen. Gespräch beginnen. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest.
Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Was sind die Zutaten für diese Mission? Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. Also, was ist zu tun? Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden, und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ihr seid hinterlistig. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Oh, wir können etwas aussuchen. Ja, ich nehme... Die Datenkristalle. Ja, wollte ich gerade sagen. So einen tollen Bonus hat mir dieses Band dann auch nicht gebracht. Ja, mir auch nicht. Apropos Band, ich nehme mal wieder meinen Schweißfreitransport. Und wir fahren, Ach, das ist wieder so ein Gebiet, ne? Wie groß ist eigentlich das Gebiet? Das ist recht überschaulich. Das ist cool. Oh ja. Ach, hier unten ist ein Gegner in der kleinen Grube. Weißt du, daher fährst? Ich sehe gerade, das tust du nicht. Da vorne, da ist das. Hör mal hier, ne? Ja. Vielleicht kommen die da. Cyborg-Söldner. Wir müssen einfach nur 5 killen? Haben wir das richtig gehört? Nee, wir müssen die Cyborgs Raketenpacks bergen. Was sind die denn? Denn das ist die uns Probleme machen. Willst du nicht kämpfen? Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, deswegen. Haben die haben schon drei. Ja, die haben. Ach, die haben die. Okay. So, dann haben wir schon 2. Okay. Ich hab 4. Was? Ich hab 2. Müssen wir echt alle einzeln sammeln? Nee, wahrscheinlich nicht, aber das ist wieder so, dass. Es ist manchmal komisch mit dem Verteilen der Mission. Ich bin eigentlich durch. Da. Ich habe jetzt 3 von 5. Okay, du hast 3 von 5. Ich habe 6 von 5. kann ich mit dir handeln? Das könnte man noch. Egal, kennen wir einfach noch ein paar. So schwer sind die jetzt für sie. Ja, ihr seht richtig, ich benutze mein Lichtschwert. Bist du krank? Der ist echt nur Credits. Warte mal. Ich will ausprobieren. Ich habe sowieso das Handelsfenster noch nie gesehen. Ach, du hast das Handel. Hast du das deaktiviert? Ich habe alles deaktiviert. Stimmt. Selbst wenn du mir einen geben könntest, das reicht mir ja noch nicht. Ah, der hat einen gehabt und der hat auch einen gehabt. Okay. Dann bist du durch. Ja, okay. Ich bin durch. Gut, dann kehren wir zurück. Kehren wir zurück mit einem schweißfreien Transport. Denn, ihr wisst, wir hassen Schwitzen. Ja. Und wir müssen ja auch heiter weiter. Genau. Oh, kommen wir hier hoch? Wir kommen hier hoch, okay. Ja, das ist so eine SW-Tor-Logik, weil es passt nicht immer. Ja, es ist nicht immer gleich. Ja. Nicht immer. Hust. So. Dup. Ich drück nichts. Okay. Dup. So. Ich spreche. Beginn. Das heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Vielleicht beschließt er ja herzukommen und zu kämpfen, damit ich ihn ausschalten kann. Wir werden unser Bestes tun, um ihn zu provozieren. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen.
Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Arin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Okay. Verstanden. Ausführen. Ausnahmsweise. Ausführung, genau. Zup. Dann müssen wir wohl hier rein und einen Transport nehmen, nehme ich an. Ja, denke ich auch. Ich hänge in der vorne. Nicht? Was machst du? Ich hänge in der vorne. Ah, okay. Ja, mach das mal. Fuck! Da geht's runter, ne? Bist du bewusst? Ja, ich hab's aber überlebt. Ist alles gut. Ich hab diesen Abgrund hier schon wieder vergessen. Was, dieser Abgrund? Nein, es war nicht dieser Abgrund, aber es war dieses Dorf. Und auf jeden Fall war es nur Abgründe. So, wir müssen nämlich... Ach, warte mal, das war doch hier irgendwie so total bescheuert. Wir müssen doch irgendwie außenrum in so einen Aufzug nehmen. Ich versuche mal so, weil das könnte eigentlich... Vielleicht klappt das. Ich glaube nicht, dass das ging. Das war hier irgendwie total bescheiden. Ja, bescheiden. Ja, genau. Ja. Wir müssen jetzt nämlich außenrum. Are you coming? Ich komme. Okay. Ich habe mal abgekürzt. Das kann man ja nicht. Warte. Das ist auf der Karte auch sehr gut dargestellt. Hui. Hui. Du hast das Gefühl, du bist langsamer als ich. Ich bin ein bisschen später losgefahren. Also, bin einmal noch ein bisschen hängen geblieben, aber wir sollten eigentlich gleich schnell sein. Denn wir haben beide die gleiche Gleiterstufe. Okay, dann bin ich einfach besser. Was schweißfreie Navigation angeht, ne? Ja. Schweißfreie Navigation Found. Ach, hier oben sind die Aufzüge. Stimmt, da war was. Das reicht. Foundation. Hui. Ja, ich würde auf jeden Fall auch mit meinem Auto, also so auf so einer kleinen Plattform, zwei Autos nebeneinander. Kein Thema. So ein bisschen drängeln noch. Ey, mach Platz. Ja, ja. Am besten noch ohne Absperrung. TÜV zertifiziert. Die kennen das nicht, Absturzkanten. Doppelter Boden. Alles überbewertet. Apropos überbewertet, wir müssen hier in das Zelt. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Na dann. So, Gespräch beginnt. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmorra bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Balmorra ist toll. Im Vergleich mit anderen Kriegsgebieten geht es eigentlich. Dann seid ihr noch nicht lange genug hier. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Was ist so fürchterlich an ihnen? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis. Aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Okay. Ok, ok. Oh, okay, ich glaube, hier nehme ich tatsächlich mal den, den Gurt. Den Gurt, ja. Denn ich krieg 70 Rüstung durch das. Ich krieg, knapp 60. So, apropos, wo ist der denn jetzt? So durch Inventar wühlen. Der ist im... Ach, ich habe keinen Platz im Inventar, das erklärt einiges. Beim Schrott verkaufen. Tschüss. So, okay. Und dann kann ich jetzt nämlich hier meine Belohnung entgegennehmen. Ich bin sofort fertig. Jo, mach nur.
Fertig. Hier durch. Schweißfreier Transport, auf geht's. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ehrlich. So. Hier müssen wir. So. Jetzt müssen wir mit diesem Suchding suchen. Ich wollte gerade sagen, ich ziehe das mal ins Inventar rein. Ja. Uah, Kamera. 2 gefunden. 3 gefunden. Schon besser. Unser Counter geht auf jeden Fall wieder für beide. Ist schon mal ganz gut. Ja, das ist praktisch. So. Ach, man kann auch oben rechts drücken, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, kann man. Aber ich mach's trotzdem lieber im Inventar. Hä? Hä? Ja. Können wir das nicht hier einfach noch ein paar Mal machen? Das wird zählen, oder wie sieht's aus? Ich denke eigentlich nicht, weil... Okay. Was ist hier einfach noch mal? Einfach nur, um jetzt, zu wissen, ob das jetzt geht. Oh, nee. Du hast diesen Bereich bereits geräumt. Okay, okay. Wie sieht's hier drüben aus? Hier findet ihr nichts. Oh, oh, das sind Feinde. Oh. Komisch, manchmal ist alles speziell. Ja, manchmal ist das wirklich ein bisschen sehr speziell. Hep und entern. Ah. Da. Komisch. Bei mir ruckelt das. Warum ruckelt das Spiel heute so total merkwürdig? Bei mir? Dieser letzte so. Patch, der hat irgendwie irgendwas gemacht, was nicht gut war. Also nicht gut für dich. Irgendwie bei mir. Fällt mir nichts auf. Vielleicht bin ich aber auch ruckelblind. Schon besser. Achso, wir sind schon fertig. Ja, wir haben schon neu. Ja. Ah, dann loote ich nochmal eben kurz hier. Zup. Holen wir uns ein paar Kreators. Und bewegen uns zurück zu Kavil Arin. Wie gesagt, diese Namen sind super. Ja. Da wurde wahrscheinlich einfach mal der Namensgenerator angeworfen. Ja. Ups, was mache ich? Du hast die Ehre. Du! Gespräch beginnen. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Wie hört jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Also würde ich sagen, jetzt oder nie, ne? So. Das wieder aus dem Inventar werfen. So. Der Gerät brauchen wir jetzt nämlich erstmal nicht. Wir brauchen nur der andere Gerät. Ich will nicht warten. Eigentlich auch nicht. Yep. Ah, fuck! Das war nicht gut. Warte. Vielleicht kann ich dich... Ich hab die Plattform nicht erwischt. So, ich kann dich wiederbeleben. Mit uns legt sich besser Plattform nicht getroffen. Wiederbeleben annehmen, klar. Ja. Wäre noch so toll. So. Okay. Das war dumm. Egal. Kann passieren.
Ja, das. Ich wollte eigentlich den Aufzug noch erwischen, aber irgendwie bin ich dran vorbeigesprungen. So neben der Plattform durch. Ja, so irgendwie da so durchgehuscht. So, wir sind jetzt hier in der Grindschlucht. Das ist schon mal schön. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Planet. Ja, und ich weiß nicht, was sie haben, aber von Kriegen. Von Kriegen verwüsteter Planet ist. Was ist doch schön hier. Ja, also. Guck mal, es wächst sogar noch ein bisschen Gras. Also, so schlimm kann es gar nicht sein. Dann könnte man noch ein bisschen mehr, würde es noch ertragen, denn schließlich wächst ja noch Gras. Ja, eben, also ein bisschen was geht noch. So, ich würde sagen, wir kürzen mal ein bisschen ab. Wenn das möglich ist. Ja, ist möglich. Denke ich. Oh, das wird jetzt wieder so möglichst wenig Sturzschaden zu erleiden. Müssen wir da runter? Glaube ich. Ja. Ich werde gerade von allen Seiten ein bisschen angegriffen. Okay, ich fahre mal über die Brücke und guck, was passiert. Lalalala. Okay, wir müssen über die Brücke. Müssen wir über die Brücke? Ah, toll. Ja. Ich bin da momentan noch gerade ein bisschen beschäftigt, ne? Du bist noch ein bisschen beschäftigt? Ja. Unten. Ja, erstmal. Ich höre nur Schüsse, ich aber dich, ich sehe dich auch. Jetzt machen wir ein bisschen Breakdance hier. Auf der Brücke? Nee, auf einem Stein. Ach, wieder die Bumps, ne? Ja. Hui! So, komm schon. Also an den Gegnern auf der Brücke konnte ich übrigens mit dem Schweißfreitransport dran vorbeifliegen, auch wenn die mich angegriffen haben. Okay, ich muss sowieso schauen, wie ich da jetzt wieder hochkomme. Du schaffst das. Müssen wir zum Warum bist du denn auch da runtergesprungen? Weil ich's kann. Ja, aber da unten... Ist ja fast so schrecklich wie ich am Anfang. Aber da unten ist doch der imperiale Bote. Ja, klar. Ach nee, der ist oben, verdammt. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach, da ist ein Aufzug! Gott sei Dank. Bing, bing, dip, 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 dip. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Keine Sorge, keine Panik auf der Titanic. Okay. Ich mach Party hier oben ein bisschen. Aber ich sehe, ich bin hier beim Imperial Agent, also müssen wir mit dem nicht reden? Moment, was? Wir müssen zum... Zum imperialen Fahrzeughangar, dachte ich meiner. Ja, ich bin beim Agent, da melde dich bei Colonel Viral. Warte mal, bist du wieder vorbei? Ich bin bei der Brücke auf der anderen Seite. Ach, dann sag das doch. Ach, bist du noch nicht. Ah. Bin doch nicht weitergegangen, weil ich auf dich gewartet habe. Du wirst doch auf der anderen Seite weiter um der Aufzug. So, ich stehe jetzt vor ihm. Vor meinem Ziel. Ja, ich auch. Also. Warte. Das kann nicht sein. Weil hier steht. Ach, das ist wahrscheinlich. Ah, das ist eine Nebenmission. Nichts. Hab nichts gesagt. Ich wollte schon sagen. Aber warum ist dann die auch so scheiße violett? Weiß nicht. Das Gelbe ist jetzt natürlich herauszufinden. Ich weiß nicht. Oh nein, ein Fahrstuhl. Er wird mich zerquetschen. Oh nein. Oh. Ich hab schon wieder das Loch erwischt. Tschüss, Cam. Ich stehe jetzt auch vor diesem Typen. Ah ja, da, hi. Cam hängt gerade im Fahrstuhl. Da kommt er. Okay, Entschuldigung, so. Heute nimmt der balmoranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken.
Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten. Ist der ehemalige Verteidigungsminister auf Balmora? Gerüchten zufolge ja. Wie auch immer, wenn Operation Umschwung erfolgreich verläuft, ist sein Tod nur eine Frage der Zeit. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir so mächtige Patrioten wie euch auf unserer Seite haben. Freut mich, dass ihr so großes Vertrauen in mich setzt. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Wollargen begegnet, tötet ihn. Es ist mir eine Ehre, zu dienen. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Ja, er hat ein gutes Gefühl. Ja, jetzt ist die Frage, nehme ich die Stiefel oder nicht? Nö. Nehmen wir lieber den Datenkristall und Level up. Mit uns legt sich Level 26. An. Schon. Nice. Wollen wir das dann jetzt noch machen? Dann haben wir zum Beispiel schon mal die Weltenmission in einem durch. Jo, können wir machen. Dann. Dann überziehen wir jetzt mal ein bisschen. Und machen dann noch die. Wir müssen raus. Müssen wir ganz. Ach ja, wir müssen ganz raus. Ja, müssen wir. Dupp. So, ich bin. So. Oh, müssen wir nicht und hin. Zwar müssen wir. Ach du Scheiße. Können wir da nicht eine Schnellreise machen? So. Gute Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Schade. So ein Gegner? Nee, das sind Freunde. Das ist schon mal schön. Ja, oh, dann müssen wir hier durch. Fahrstuhl. Hm? 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 Das wäre eine Klippe. Diese ganzen Fahrstühle hier nerven leicht. Das Schade. Ist. Der andere kommt gerade runter. Der linke. Jo, ich sehe ihn. Ich kann mich auch gleich mal drunter stellen. Klappt nicht. Was? Hat nicht geklappt, hat mich zurückgeschoben. Realer Bote. Was ist denn das für eine Mission? Achso, Nebenquest wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Das ist doch eine Nebenquest, ja. Weil. Ok, ok. Ja. Alles gerade durch, eigentlich da so. Einfach mal durch Schlachtfeld. So wie sich das gehört, ne? Ja, warum denn nicht? Ich find's auch cool, dass die Kanonen im Hintergrund schießen. Also irgendwie sind die Gespräche hier ein bisschen sehr verbuggt. Weil ich bin an einem vorbeigefahren, da wurde das Gespräch leiser, so wie das sein sollte. Nur auf einmal war er wieder voll laut. Was für ein Gespräch? Ja, so ein Gespräch, was am Rand teilweise stattfindet. Ach. So eine einfache Konversation. So, einfach mal mitten durch Schlachtfeld geflogen, kein Thema. Verteidigungslinie der Republik, okay. Hi. Den Hauptgenerator ausschalten müssen wir ja. Und... Wie schaltet man einen Hauptgenerator? Möglichst an allem vorbeifliegen. Jetzt klingelt es gerade an der Tür. Ich müsste mal ganz kurz weg. Eine Sekunde. So, da sind wir wieder. Oder ich. Oder wir. Ja, ich habe auch einen Cut gemacht. Okay, dann wir. Ich fliege mal weiter. Ich sehe, du bist schon da. Ich bin schon dort, ja. Und ich werde angegriffen. Ah! Natürlich funktioniert jetzt gerade nichts. Was tust du nur? Was tust du nur? Na gut, ich bin jetzt mal feige und flüchte einfach. Die Frage ist, ob das klappt, Thema. Wo gehst du durch? Klappt hervorragend bis jetzt. Wo gehst du durch? Du gehst in die falsche Richtung. Ich weiß. Ich muss ein bisschen ausweichen gerade.
Interessant. Interessante Taktik. Ja, ich habe jetzt ja auch niemanden, der mich heilt. Das ist, zum Glück habe ich ja 10 Milliarden Heildinger. Dann hast du auch wieder ein bisschen Heilung. So, okay. Das Ziel befindet sich aus. Okay, ok, ok, ok. Schon besser. Zack. Zup, zup. Und jetzt sind wir wahrscheinlich im, ja, im in der Waffenfabrik. Oh yeah. Transportmittel sind hier nicht erlaubt. Merke ich. Dup. So, was genau müssen wir den Hauptgenerator abschalten? Das schaffen wir. Ja, ich denke, das ist noch machbar. Einfach mal ein paar Mal dagegen schlagen, dann klappt das schon. Oder einmal das Lichtschwert durch. Ja. Immer effektiv. Wir müssen hier links. Ja, da kannst du nicht links. Wir müssen hier links. Ja, was machst du denn? Ach. Nix, nix, nix. Wir müssen immer da, wo Gegner stehen, hin. Ich sehe das. Ich sehe das. Gleich geht's besser. So, zack. Zack. Ich dachte, wir müssen drum nach oben und. Ja. Zack. Deaktivierung. Plopp. Natürlich müssen wir jetzt die primäre und sekundäre abschalten. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir nichts mehr zu tun hätten. Das wäre dann fast. Ich würde jetzt ehrlich gesagt mal sagen, wir skippen die Bonusmission. Ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall. Weil wir sind eh overpowered. Klappt das? Das klappt. Hat sehr gut geklappt. Die sind oben, so wie das Haus sieht, ne? Ja, scheint wohl irgendwie so. Boah, das kommt mir schon wieder so bekannt vor. Ich habe so ein kleines Déjà-vu. So. Wo sind denn die Gegner? Wo müssen wir überhaupt hin? Einer ist auf der Brücke. Ach, scheiße. Ich deaktiviere das mal. Ja, deaktiviere mal. Nein! Oh! Okay. Okay, ich bin drauf. Ist drauf. Ich sehe zwar gar nichts, aber. Scheiße, ich bin ja noch unsichtbar. Scheiße. Jetzt werde ich angegriffen. Ah, die sind drauf. Die sind nicht unten, die sind nicht oben, die sind unten. Oh. Schade. Soll ich das so, beurteilen? Cam, du machst das. Ja, das ist genau das. Warte, hier sind Gegner gespawnt, weil ich die Ding habe. Oder schaltet ja, die an. Ich gehe zum zweiten, ja genau. Das wollte ich nicht gerade sagen. Ziel ist zu weit entfernt. Wieder mal an der Kante hängen bleiben, wie es sich gehört. So. Bei mir steht aber noch, zerstöre die Sicherheitsschnittstelle. Aber ist das die neue? Immer noch. Haben sie eigentlich zerstört? Ich muss sie nochmal zerstören. Dann zerstören sie nochmal. Das war zu weit weg wahrscheinlich. Kommen nochmal Gegner? Ja, aber natürlich kommen nochmal Gegner. Aber nur zwei zum Glück. Drei. Da hinten ist noch einer. Der versteckt sich ein wenig. Achso. Aber das bringt immer auch nichts. Stecken bringt niemanden was. So, und jetzt müssen wir noch jemanden finden, der sich hier gerade ausbefindet. Oh. Sind wir wieder ein Pixel zu weit gelaufen. Genau, ein kleiner Pixel. Ja, wir reichen anscheinend doch unser Bonusziel. Ja, wahrscheinlich. Du hast ein Level ab. Stufe 26. Wir sind wirklich schon ziemlich weit im Voraus. Gruppenphase, jeder kann eintreten.
Okay. Hi. Danke. Sind das hier voll starken Typen, die nicht stark sind? Oh, ich liege am Boden. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie special waren. Das war's? Das kehre zurück, ja. Okay, Schnelltransport? Schnelltransport. Weiß ich noch wohin? Zum imperialen Sundari Außenposten, kann das sein? Kann gut sein. Nee, Moment. Doch, nee. Keine Ahnung, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ja, imperialen Sundari Außenposten. Okay. Sag ich jetzt mal so. So grob geraten irgendwie. Ja, irgendwie. Ich glaube, das ist das nächste. Auf jeden Fall. Hoffentlich. Wir werden es sehen. Genau. So, dann gehen wir nochmal dahin und schließen das Ganze ab und dann sollten wir auch durch für heute sein. Oder? Moment. Wo gehst du hin? Ich wollte gerade sagen, ich bin noch falsche Richtung geflogen. Gut, wir müssen ja nur noch hier den Aufzug nehmen und runter, ne? So wie das aussieht, ja. Ist ein bisschen kompliziert irgendwie. Weil mir zeigt es immer noch dass die grüne Mission da an. Gehst du runter jetzt? Oh. Ich bin so, ich bin unten. Mach den mal nach. Ja, mach das. Ich bin vorbildlich, ich weiß. So. Du. Gespräch beginnt. Ich habe höchst erfreuliche Berichte über euren Erfolg in der Balmoranischen Waffenfabrik erhalten. Woll Argen, dieser Narr, hat euch direkt zugespielt. Der Widerstand ist ohne jeden Zweifel gebrochen. Die Balmoraner haben jetzt gelernt, dass man das Imperium niemals herausfordern sollte. Ohne Zweifel sind die Sith unsere Geheimwaffe. Captain Rigel wird den Bericht schreiben. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Meldet ihm doch bitte euren Erfolg. Okay. Okay, wollen wir das trotzdem mal in der nächsten Folge machen? Wir sind schon richtig weit drüber. Ja, wir sind schon richtig weit drüber und würde sagen... Genau. Wir sprechen das nächste Mal noch mit Captain Rigel, der uns dann bestimmt nochmal sagt, dass wir nochmal mit jemandem sprechen müssen. Habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall. Und genau. Würde ich so, sagen, wir machen es diesmal kurz. Schaut beim anderen vorbei, lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, wie auch immer. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau so. Bis dahin, Leute. Bye. Tschüssi.